Hi, heute schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man die schärfste Stadionwurst in einen noch schärferen Hotdog verwandelt. Wie ich das gemacht habe, seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meine richtig scharfe Stadionwurst brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Das hier sind Chili-Kreiner von der Metzgerei Magnus Bauch. Die hat mir der liebe Bäder von Barbecue Alt Perlach die Tage mitgebracht. Das ist die Wurst aus der München Allianz Arena. Und ich kann euch sagen, die bringt schon eine richtig ordentliche Schärfe mit. Das reicht aber noch nicht. Wir kitzeln da noch ein bisschen mehr. Ich habe hier ein paar Zwiebeln und hier habe ich meine selbstgemachte Jalapeno-Marmelade. Die kitzelt gewaltig. Und damit das noch ein bisschen erweitert wird, habe ich hier noch ein bisschen Sriracha-Mayo. Zum Entschärfen überbacken wir das Ganze gleich noch ein bisschen Cheddar. Das Ganze wird dann natürlich in einem Baguette gereicht. Ein bisschen Olivenöl haben wir noch. Mein Grill heizt vor. Dann würde ich sagen, wir legen los. So, zuallererst starte ich mal die Sizzle Zone, den Seitenkocher von meinem Freestyle. Und lasse diese gusseiserne Pfanne, die ich hier habe, schön heiß werden. So, in der Zwischenzeit habe ich hier drei Gemüsezwiebeln. Die werden jetzt gerade aufgeschnitten. Wir hoffen, dass der Fluch der Gemüsezwiebel uns heute verschont. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. 3 von 3 Gemüsezwiebeln und alle sind sie gut. Ich kann mein Glück kaum fassen. Die werden jetzt klein geschnitten und kommen dann in meine gusseiserne Pfanne. Und ja, das sieht jetzt wieder nach viel aus, ist es aber nicht. Fällt gleich alles zusammen. Nur noch ein klein bisschen Olivenöl mit dran. Sind wir ein klein bisschen ready for steak. Hier verschiedene Pfeffersorten und ein bisschen Meersalz. Und jetzt lassen wir die Zwiebeln richtig schön anbraten. So, Zwiebeln sind am Anbraten. Zeit mal die Chili-Kreiner auf den Grill zu packen. Ich habe hier direkte Hitze und da werden die jetzt einfach kurz drauf angegrillt. So, kurze Zeit später können wir die Würstchen schon drehen. Und wie ihr hört, knacken sie auch schon. Die brauchen nicht wirklich lang. Die Zwiebeln sind jetzt nämlich auch soweit. Da kann ich die Sizzle Zone unter der Pfanne ausmachen. Denn die Pfanne hat ja auch noch jede Menge Energie gespeichert. Das sieht schon sehr gut aus, wird jetzt aber noch sehr viel besser, denn wie gesagt, hier ist meine selbstgemachte Jalapeno Jam und davon kommen jetzt 2 großzügige Esslöffel damit dran. Wird verrührt und dadurch, dass sie jetzt warm wird, schmilzt die Jam halt wieder und hilft, dass die Zwiebeln noch weiter karamellisieren. Und ich kann euch sagen, wenn ihr da in der Windrichtung steht, das kitzelt gewaltig in der Nase. Hui! So, dann beginne ich mal mit dem Zusammenbau. Ich habe also hier mein Baguette. Das schneide ich jetzt gerade eben auf. Aber auf und nicht durch, also das wirst du aufklappen können. So, dann können wir das hier so wunderbar aufklappen. Auf die Innenseite gibt es dann schon mal ein klein wenig Sriracha-Mayonnaise. Dann folgen 2 von diesen Stumpen. Die Würstchen gibt es natürlich auch in groß, aber das sind die Stumpen-Varianten. Passen aber auch hervorragend, denn glaubt mir, wenn ihr dann so einen Hotdog davon habt, von der Schärfe her könnte eventuell sein, dass es einem dann zu viel wird. So ist das dann auf jeden Fall immer noch machbar. Und jetzt kommen hier die Zwiebeln mit der Jalapeno-Jam mit drauf. Und zu guter Letzt eine kleine Ladung Cheddar. So sieht das Ganze dann aus und wandert jetzt auch gleich nochmal auf den Grill zum Überbacken. So schauen die aus, rüber an den Grill. Dem einen oder anderen ist schon aufgefallen, hier habe ich den IKEA-Deckelhalter eingesetzt. Und da setze ich jetzt die Brote rein. Und rein aus Sicherheitsgründen und damit ich mir den Grill nicht komplett einsaue, stelle ich jetzt einfach die gusseiserne Pfanne nochmal unten drunter, damit, wenn jetzt also Käse schmilzt, der runterläuft, mir eben nicht den ganzen Grill versaut. Also einfach praktisch denken, dann funktioniert das auch. So, keine 5 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Cheddar ist schön geschmolzen,
Sieht fantastisch aus. Die nehme ich jetzt vom Grill runter und ganz wichtig, dann muss ich mich noch ein bisschen gedulden, ein klein wenig abkühlen lassen, denn so wie sie jetzt sind, hui, könnte das böse für den Gaumen enden. Aber schaut's euch an, ein absoluter Traum. Leute, der Geruch, der haut euch um. Die sehen fantastisch aus. Wie gesagt, ich lasse jetzt noch 2 Minuten abkühlen und dann wird probiert. So, kommen wir nun zum besten Teil. Hier ist mein Hotdog mit der Chili-Kreiner drin und da beißen wir jetzt mal rein. Holla die Waldfee. Diese Chili-Kreiner ist im Prinzip eine sehr, sehr, sehr scharfe Deprezina. Also so würde ich sie vom Geschmack einordnen. Wirklich, wirklich geil. Zusammen eben dann mit diesen Jalapeno-Zwiebeln, die auch gewaltig kitzeln. Aber dann eben das Cremige von dem Käse, der das Ganze dann wieder ein bisschen milder stimmt. Ich werde hier nochmal, also rein aus Sicherheitsgründen. Leute, ich kann euch sagen, der Versuch mit dem Schärfermachen, der hat auf jeden Fall funktioniert. Das Ding hat ordentlich Bums und diese Jalapeno-Jam an den Zwiebeln dran, die gibt nochmal richtig, richtig Schub. Wenn ihr nicht so gerne scharf esst, dann nehmt einfach die Idee als solches, Bratwurst, gebratene Zwiebeln, das Ganze mit Käse überbacken in einem Baguette. Das ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Das ist eine super einfache Sache. Ich hatte jetzt die Sachen gerade da. Bäder hat mir diese Chili-Kreiner aus der München Allianz Arena mitgebracht von der Metzgerei Magnus Bauch. Muss da einfach mal sein. Ist ein kleines Video für zwischendrin. Wir sehen uns ganz normal wie gewohnt donnerstags und sonntags bei meinen Videos. Also das hier wollte ich euch einfach nur zwischendrin mal gezeigt haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreie Ehrenkellerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier von einer Insta-Story gesehen. Schaut da sehr gerne vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr gerne scharf esst, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.